Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TLR Replay of the Week. Und diese Woche mit dem Dübe Detlef mit mir auf Feuriger Bogen hier zu sehen auf Feuriger Bogen MOE. Viel Spaß, wir gehen mal rein ins Game und schauen mal, was ich hier machen konnte mit dem MOE. Feuriger Bogen an sich erstmal keine schöne Map für den MOE, aber wie wir sehen, keine Art im gegnerischen Team. Das kommt uns natürlich zugute. Gegner auch mit einem OI muss man immer selber ein bisschen aufpassen, wenn man mit dem OI fährt. Aber mal gucken. Ich weiß natürlich schon, wie das Ganze ausgehen wird. Es war eine sehr, sehr lustige Runde. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wir werden auch sehen, warum das so ist. Ich wollte jetzt hier erstmal in die Mitte rein. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da vielleicht auf den ein oder anderen Light treffe, den ich hier gleich One-Shot rausnehmen kann. Meine Leute verteilen sich auch ganz gut auf der 1er und 2er Linie hinten ein paar. Dann ein Spotter, der Crusader vorne. Und der große andere Rest oben auf dem Berg, was mir dann auch zugute kommt, weil ich dann auf der rechten Seite natürlich die Panzer bewirken kann, wenn sie hoch wollen auf dem Berg. Oh, da gehen schon ein paar leckere Ziele auf. Ah, schade. Da hätte ich wahrscheinlich eher dann auf ein anderes Ziel schießen sollen. Gehe jetzt hier auch auf und sehe gleich hier auf der rechten Seite gegnerische Panzer. Sehe da auch einen Crusader und hoffe natürlich, dass ich den bewirken kann. Oh, der steht natürlich schön da. Lade nach und hoffe, dass hier der Crusader rausgeht. Aber der Crusader geht an der Stelle nicht raus, sondern ein AL-44, der noch gar nicht auf war, wird an der Stelle getötet. Ja, sehr geiler Schuss. Habe ich mich tierisch drüber gefreut. War natürlich auch erstmal so ein... Oh, okay. Da hat natürlich der Aal ein bisschen Pech gehabt, dass der Crusader da aufgegangen ist und ich ihn bewirken konnte. Hier, wie wir sehen, die Waffe auch nicht unbedingt die genaueste, die HE-Waffe. Es gehen auch auf beiden Seiten Panzer auf und ich muss jetzt gucken, wo ich hier als erstes helfen kann. Sehe jetzt hier drüben natürlich ein Churchill seitlich. Oh... Sehr, sehr schönes, leckeres Ziel für den OE. Natürlich ein bisschen OP der OE, wie wir hier wieder sehen. 700 dahinter und da war schon der Churchill weg. Ein Aal weg, ein Churchill weg. An der Stelle schon sehr, sehr gut gelaufen für mich. Kann ja auch, das ist wie so das Abendmahl. Ne? Geht mal rechts ein Panzer auf, mal links ein Panzer auf. Ich kann ja überall schön wirken. Werd selber hier an der Stelle nicht beschossen. Mach jetzt hier leider bloß eine 300er Kelle auf den KV-1S. Werd hier auch beschossen. Aber wie ihr seht, kriege ich hier keinen Schaden, was sehr, sehr schön ist. Sehe jetzt hier auch der UI, der in der Mitte aufgegangen ist. Und mein Team wird ihn auch sehr schlecht bewirken können. Deswegen habe ich natürlich an der Stelle als meine Aufgabe genommen, hier den UI zu bewirken. Wusste natürlich auch, er wird wahrscheinlich mit einem Schuss nicht raus sein, aber mache hier eine schöne 369er Kelle auf den UI, auf den gegnerischen und weiß, wenn ich nachgeladen habe, werde ich ihn wahrscheinlich rausnehmen. Das Spiel sieht im Moment gar nicht so schlecht aus, es steht 7-7, das ist noch ganz in Ordnung. Ich weiß natürlich, meine Position ist hier ganz klar, die Gegner hier rauszunehmen. Und da ist ein KV-85 und dieser Schuss ist schon wieder ins Nirgendwo verschwunden, was einen immer so ein bisschen ärgert mit dem UI. Aber der KV-85 kümmert sich auch gar nicht großartig um mich. Fährt hier wieder ein Stück runter, aber man weiß an der Stelle, sie werden wieder hochfahren. Zeigt mir hier auch schön seine Seite und seinen Rücken. Geht jetzt aber auch zu, aber ich weiß, da oben kommt ein KV-1 vorgefahren, das heißt, der KV-85 wird gleich aufgehen. Und ich kann hier bewirken. Und nehm ihn da seitlich raus. Auch wieder so ein Mega-Hit. 619 Schaden. Einfach eine schöne Sache. Das ist halt das, warum ich den UI spiele. Ich spiele eigentlich nur aus Spaß, weil es einfach Spaß macht, mit dieser HE-Wurme zu schießen. Mach hier auch meinen dritten Kill. Und sehe hier einen KV-1S, der vernascht werden will. Und da ist der nächste Panzer raus. An der Stelle schon 2259 Schaden gemacht. Eine schöne Runde. Es steht aber immer noch 12-11 und man muss gucken, wie sich hier das Spiel entwickelt. Meine linke Seite ist jetzt hier auch zum Großteil gefallen. Es steht noch ein KV-85, steht noch hinten.
der das Ganze noch so ein bisschen hält. Ich weiß, aber an der Stelle muss ich hier unterstützen fahren, weil er selber natürlich wenig HP noch hat. Jetzt steht es auch schon 12-12. Es sieht nicht mehr so gut aus. Der KV-85 wird wahrscheinlich auch gleich rausgenommen. Und damit wäre ich dann das einzige Bollwerk, was hier noch rumfährt. Ich wusste, hier könnte sogar noch mein Krieger drinne sein. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Gerade auf feuriger Bogen, wo man eigentlich mit so einem riesigen Heavy ungern hinkommt. Hier auch der Typ 58, ein schönes Ziel für mich. Muss jetzt hier natürlich gucken, wenn jetzt noch der Jagdpanzer aufgeht, der Fünfer. Der könnte mich auf jeden Fall bewirken, seitlich und auch in den Rücken. Er hat auf jeden Fall genug Pen, um mich zu bewirken. Aber ich bin auch noch full life an der Stelle. Also rein ins Gefecht, auf den Gegner drauf und versuchen, ihn hier rauszunehmen. Auf unserer Seite auch noch ein Wolverine, der jetzt hinten versucht, den VKH noch rauszunehmen. Das würde mir natürlich zugutekommen, weil der Panzer natürlich auch nicht der schnellste ist. Da muss man halt gucken. Jetzt war natürlich die Hoffnung, dass ich ihn vielleicht seitlich erwische und dann rausnehmen kann. Und mach es gut, mein Freund. Sehr schön, dass du mitgefahren bist. Aber das ist natürlich das Gute an dem Panzer. Ich kriege jetzt hier auch seitlich, wie gesagt, einen Moonhit. Er macht 220er Kellen, also ist auch einigermaßen gefährlich. Ich weiß aber, dass ich ihn hier one-shotten würde, wenn er dann aufgeht. Das ist jetzt natürlich der Knackpunkt. Und da geht er an der Stelle schon auf, steht auch da. Wunderbar. Und ich kann in Ruhe zielen und kann ihn hier dann hoffentlich rausnehmen. Aber wir wissen, die Waffe ist sehr ungenau. Und da haben wir es wieder gesehen. Ich habe ein kleines bisschen zu tief angehalten und kann ihn jetzt hier an der Stelle nicht rausnehmen. Mein Wolverine nimmt auf der anderen Seite den VK raus und damit wusste ich, wenn ich jetzt diesen Panzer hier bewirken werde, ist das Spiel entschieden und wir haben hier gewonnen. Ich habe meinen 6. Kill und der Krieger ist eingeheimst. Und er kommt mir sogar noch ein bisschen entgegen und damit ein ganz klarer Kill. Auf Wiedersehen, mach's gut. Ein sehr, sehr geiles Game. 3000 Schaden ungefähr werden mir hier angezeigt. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung, wo wir gleich sehen werden, was ich hier an Leistung erbringen konnte. Da sehen wir ganz klar das Meisterass hier an der Stelle. Großkaliber und der Krieger. Schönes, schönes Game. Gehen mal in die Teamauswertung rein. Und da sehen wir 3881 Schaden, 6 Kills, 1450 Base XP. Schönes Ding. Wir können auch nochmal ganz kurz in die Personal. Und da sehen wir nämlich, dass wir den Aal seitlich getroffen haben und ihm 820 live genommen haben und ihn getötet haben. Sehr, sehr bitter für ihn. Wirklich sehr, sehr bitter. Aber für mich umso schöner, mit so viel Schaden rauszugehen. Und dann gehen wir noch zu den detaillierten Infos. 12 Schüsse abgegeben, leider nur 8-mal getroffen, 8-mal penetriert, aber sehr, sehr viel Schaden. Selber noch Damage geblockt bei der Armor, 2180, da ist er halt OP im 6er. Schönes Game, das Ganze hier in 7 Minuten. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke an den 6 Opfer, danke an den Aal, dass er da so fröhlich hochgefahren ist. Danke an den Crusader, der ihn da noch so ein bisschen gelockt hat oder meinen Schuss gelockt hat. Hier die Musik wieder in den Kommentaren zu sehen und hier auf der Seite. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt TLR Replay of the Week. Macht's gut, auf Wiedersehen.